Die Milliardeninvestition der NASA hat sich als gewaltiges Kapital erwiesen, das genau das tut, wofür es gebaut wurde. Die frühesten Stadien des Universums auf neue und aufregende Weise verstehen. Um uns letztendlich zu helfen, unsere eigenen Ursprünge zu verstehen und zurückzuverfolgen. Nachdem sie kürzlich 6 Megagalaxien entdeckt hatten, die sich bildeten, als unser Universum noch eine heiße, dichte Suppe war, brennen die Forscher darauf, Webbs Fähigkeiten weiter zu testen und zu verbessern. Und jede Beobachtung liefert immer wieder Ergebnisse mit immer weiter entfernten und alten Galaxien, jede mit einer einzigartigen Eigenschaft. Das James-Webb-Teleskop wurde ins Leben gerufen, um einen Blick zurück in die Anfänge der Zeit zu werfen und Bilder von den allerersten Sternen zu machen, die im Weltraum leuchteten. Nun hat das James-Webb-Weltraumteleskop bei seiner jüngsten seiner vielen aufregenden Entdeckungen eine der ältesten Galaxien im Universum entdeckt. Dieser rote Fleck, der im Hintergrund eines tiefen Bildes des Weltraums lauert, wurde nun als eine der frühesten bekannten Galaxien im Universum bestätigt. Sie entstand nur 390 Millionen Jahre nach dem Urknall und wurde nach der Tochter des Astronomen, der sie an ihrem Geburtstag zum ersten Mal sah, Maisys Galaxie genannt. Wissenschaftler sagen, dass es sich um eine der 4 frühesten bestätigten Galaxien handelt, die jemals gesehen wurden, obwohl sie derzeit etwa 10 weitere auswerten, die möglicherweise aus einer Zeit stammen, die noch früher als die von Maisy liegt. Das Aufregende an Maisys Galaxie ist, dass sie eine der ersten entfernten Galaxien war, die vom JWST identifiziert wurden, und von dieser Gruppe ist sie die erste, die tatsächlich spektroskopisch bestätigt wurde, sagte Stephen Finkelstein, der die von der University of Texas geleitete Forschung leitete in Austin. Die spektroskopische Bestätigung erfolgte mit freundlicher Genehmigung des NEA-Infrared-Spektrograph, NIR-SPEG, des JWST, der vom Cosmic Evolution IRI Release Science Survey, CERS, durchgeführt wurde. Die NIR-SPEG spaltet das Licht eines Objekts in viele verschiedene schmale Frequenzen auf, um dessen chemische Zusammensetzung, Wärmeabgabe, Eigenhelligkeit und Relativbewegung genauer zu identifizieren. Die fortschrittlichen Werkzeuge ordneten der Maisy-Galaxie eine Rotverschiebung von Z gleich 11,4 zu und halfen den Forschern, sich auf die revidierte Schätzung von 390 Millionen Jahren nach dem Urknall zu einigen. Bemerkenswert ist, dass Wissenschaftler kürzlich das Webb-Teleskop, das leistungsstärkste Observatorium im Weltraum, auf satte 100.000 relativ junge Galaxien gerichtet und einige einzigartige kosmische Phänomene in einer Galaxie namens CERS 1019 beobachtet haben. Für ein kosmisches Objekt, das gerade existiert, ist es extrem jung, rund 570 Millionen Jahre nach der Entstehung des Universums durch den Urknall. Und es beherbergt das am weitesten entfernte supermassive schwarze Loch, das jemals gefunden wurde. Obwohl dieses schwarze Loch ein Objekt mit einer so starken Anziehungskraft, dass nicht einmal Licht entkommen kann, Milliarden Lichtjahre entfernt ist, können Forscher dank der Fähigkeit des Webb-Teleskops, extrem schwache Energie einzufangen, beobachten, was in CERS 1019 passiert. Die Betrachtung dieses entfernten Objekts mit diesem Teleskop ähnelt stark der Betrachtung von Daten von schwarzen Löchern, die in Galaxien in der Nähe unserer eigenen existieren, sagte Rebecca Larson, eine Astronomin an der University of Texas in Austin, die die Entdeckung leitete, in einer Erklärung. CERS 1019 und sein schwarzes Loch sind aus mehreren Gründen einzigartig. Möglicherweise handelt es sich nicht nur um eine Galaxie, die meisten Galaxien erscheinen als einzelne Scheibe. Nicht CERS 1019. Wie das Bild unten zeigt, besteht es aus 3 hellen Klumpen. Bei den Strukturen könnte es sich um verschmelzende Galaxien handeln, die die Entstehung von Sternen befeuern. Eine Galaxienverschmelzung könnte teilweise dafür verantwortlich sein, die Aktivität im schwarzen Loch dieser Galaxie anzukurbeln, und das könnte auch zu einer verstärkten Sternentstehung führen, fügte Katal Tepe hinzu. CERS 1019 zeichnet sich nicht nur dadurch aus, wie lange es her ist, sondern auch dadurch, dass sein schwarzes Loch relativ wenig wiegt, erklärt die NASA. Er wiegt 9 Millionen Mal mehr als die Sonne, was viel ist, aber nicht im Vergleich zu den Riesen,
die man oft im Zentrum von Galaxien im jungen Universum findet, die eine Milliarde Mal oder mehr schwerer sind. Darüber hinaus wissen Astronomen noch nicht, wie ein so mächtiges Objekt überhaupt existiert. Es erschien schon so früh im Universum, als sich die ersten Galaxien bildeten. Mit Hilfe des Webb-Teleskops hoffen Forscher zu verstehen, wie eine so große Galaxie und andere massereiche Objekte entstanden sind. Von CS 1019 die Astronomen untersuchten auch CS 933/16, eine Galaxie, deren Alter ursprünglich auf 235 Millionen Jahre vor dem Urknall geschätzt wurde, was sie erstaunlich alt gemacht hätte. Nach der Untersuchung dieses Systems ergab sich eine Rotverschiebung von Z=4,9, was bedeutet, dass es nur eine Milliarde Jahre nach dem Urknall liegt. Die erste fehlerhafte Schätzung zu CS 933/16 war verständlich. Die Galaxie strahlte ungewöhnlich viel Licht in schmalen Frequenzbändern im Zusammenhang mit Sauerstoff und Wasserstoff aus, wodurch sie blauer erschien, als sie war. Finkelstein führt den Fehlschlag auf Pech zurück. Das war ein seltsamer Fall, sagte er. Von den vielen Dutzend Kandidaten mit hoher Rotverschiebung, die spektroskopisch beobachtet wurden, ist dies der einzige Fall, bei dem die tatsächliche Rotverschiebung viel geringer ist als unsere ursprüngliche Vermutung, Finkelstein fügte hinzu. Es wäre wirklich schwierig gewesen zu erklären, wie das Universum so schnell eine so massereiche Galaxie erschaffen konnte. Daher denke ich, dass dies wahrscheinlich immer das wahrscheinlichste Ergebnis war, weil es so extrem, so hell und bei einer offensichtlich hohen Rotverschiebung war. Das CS-Team evaluiert derzeit etwa 10 weitere Systeme, die älter sein könnten als Maisys Galaxie. Es scheint, je mehr Galaxien wir betrachten, desto mehr jüngere finden wir. Immer näher am Urknall, als wir es uns noch vor ein paar Jahren hätten vorstellen können. James Webb hat diese Entdeckungen möglich gemacht. Das James Webb Weltraumteleskop ist sowohl ein Teleskop als auch eine Art Spiegel. Während die Welt ihr einjähriges Jubiläum feiert, ist es wichtig, sich daran zu erinnern, dass Webb wie die Zeitmaschine der Menschheit ist. Jeder alte Stern und jede frühe Galaxie, die wir durch Webb betrachten, ist Zeuge der wachsenden Jahre des Universums. Aber was weiß ich? Jenseits des Blaus.